Ich habe einen Sohn. Mein Sohn ist 14 Jahre alt und er schreibt gerne. Er macht gerne Fotos, pubertiert, ist nicht immer ganz einfach, logischerweise. Aber wenn es um Schreiben geht, geht alles gut. Wenn er dann über den Deutschunterricht erzählt und es geht um Grammatik, dann kotzt er. Er findet es alles völlig unnötig. Man kann einfach so schreiben. Es braucht keine Grammatik. Jetzt haben wir einen Vortrag von Horst, der will über Grammatik reden, über Grammatik des Geschichtenerzählens. Und jetzt erzähle ich euch ein Geheimnis. Pavlo mag Horst, mein Sohn, und Horst mag Pavlo. Möglicherweise hat es was damit zu tun, wie Horst Grammatik versteht. Viel Spaß, Horst. Danke, Boris. Ja, es klingt trockener, als es in Wirklichkeit ist. Den Stern habe ich natürlich abonniert, das heißt aber nichts. Ich habe ja alle anderen auch abonniert. nicht nur der Stern, auch viele andere Magazine haben den Grund dafür, dass ich mit vielen Layouts unzufrieden bin, also auch mit eigenen Arbeiten. Und es liegt daran, dass wir eigentlich nicht das Repertoire besitzen, was zum Beispiel Schriftsteller haben, die sehr unterschiedliche Textformen formulieren können und auch konstruktive Elemente festgelegt haben. Der Vortrag ist geteilt, ich mache 5 Minuten über Literatur und dann kommen Beispiele, die aus dieser Ideologie heraus oder aus dieser Grammatik heraus versuchen, erste Annäherungen für das Visuelle, für die Gestaltung zu finden. Auf was ich mich beziehe, ist ein Gespräch oder ein formulierter Vortrag. Max Bill hat an der Ulmer Schule bei der Gründung hat Arne Schmidt gefragt, ob er unterrichten möchte, Literatur oder was das Unterrichtbare oder das Lernbare bei Literatur ist. Er hat sich dann darauf vorbereitet und aus diesem Text zitiere ich oder habe zum Teil abgewandelt. Dings ist hier. Die gebräuchlichsten Prosaformen entstammen alle spätestens dem 18. Jahrhundert. Kennzeichnend für sie ist, dass sie ausnahmslos als Nachbildung soziologischer Gepflogenheiten entwickelt wurden. Der Erzähler im lauschenden Hörerkreis war das Vorbild für Roman und Novelle. Die tägliche Übung der Korrespondenz lieferte zwanglos die vorbildliche formale Lösung des Briefromans für das Problem, mehrere geografisch und geistig voneinander geschiedene charakteristische Lebensräume organisch in Beziehung zueinander zu setzen. Das Gespräch zwischen mehreren Partnern erwies sich als optimale Möglichkeit, einen Gegenstand von verschiedenen Seiten her zu beleuchten, also eine ideale Biografie. Das Tagebuch als Form war der erste Ansatz von Bewältigung innerer Vorgänge. Die genannten Formen sind keineswegs überholt oder veraltet. Für die angeführten, meist sehr umfangreichen Themenkreise sind sie durchaus die optimale Form. Es wäre aber für die Beschreibung der Welt durch das Wort, was die erste Voraussetzung zu jeder Art von Beherrschung darstellt, ein verhängnisvoller Fehler, wollte man bei diesen klassischen Bauweisen stehen bleiben. Besonders nötig war es, also so vor 50 Jahren ist das diskutiert worden, einmal zu bestimmten, immer wieder vorkommenden verschiedenen Bewusstseinsvorgängen oder Erlebnisweisen die genau entsprechenden Prosaformen zu entwickeln. Ausgangspunkt für diese Berechnung der ersten dieser neuen Prosaformen war die Besinnung auf den Prozess des Sich-Erinnerns. Man erinnere sich eines beliebigen kleinen Erlebniskomplexes, zum Beispiel Schule. Immer erscheinen zunächst zeitrafferisch einzelne sehr helle Bilder. Die sind jetzt bezeichnet Fotos. Um die herum sich dann im weiteren Verlauf der Erinnerung ergänzend erläuternde kleine Bruchstücke, Texte, stellen. Ein solches Gemisch von Fototexteinheiten ist schließlich das Endergebnis jeden bewussten Erinnerungsversuches. Dieser Erinnerungsprozess ist eine der Eigentümlichkeiten unserer Gehirnstruktur, also durchaus etwas Organisches und gar nicht Künstliches. Für Anzahl und Länge der Fotos und Texte sowie deren rhythmischen und sprachlichen Feinbau ist das Entscheidende die Bewegungskurve und das Tempo der Handelnden im Raum. Es ist ja ein fundamentaler Unterschied, ob ich etwa einen Raum rasch oder einen Ort rasch durchfahren muss oder ob ich ihn langsam umkreise. Im letzteren Fall sieht man nämlich den Ort von allen Seiten unter vielen länger anhaltenden Beleuchtungen. Man hat jedes Mal automatisch eine ganz andere Zeit,
ein anderes Verhältnis zu den Bewegungen. Es ergibt sich beispielsweise sofort, dass im Erstanfall eine wesentlich größere Anzahl von Fotos zur Bewältigung des vielfältigen durchmessenden Raumes nötig sein wird. Sowie auch, dass diese kürzer, die Sätze selbst hastiger sein müssen als im zweiten der erwähnten Fälle. Es gibt dazu eine Grafik, die auf die unterschiedlichen Themen oder die unterschiedlichen Kategorien eingehen. Also es ist einerseits die Bewegungskurve. Arno Schmidt ist ein mathematisches Genie gewesen, hat auch die entsprechenden Hypozykloiden und so weiter Formeln dazu entwickelt, wie sich so ein Text aufbauen könnte. Also es ist Tempo, Themenkreis, rhythmische, sprachliche Konsequenz und daraus folgt eben aus dem einen entstehen lange Sätze, statisch, niederländisch und aus den anderen zum Beispiel ist das Thema wie Jekyll und Mr. Hyde, also dass da verschiedene Facetten gemacht werden. Eine zweite neue Prosaform ergab sich aus folgender Überlegung. Man rufe sich am Abend den vergangenen Tag zurück, also die jüngste Vergangenheit. Hat man das Gefühl eines gleichmäßigen Flusses der Ereignisse, eines Kontinuums überhaupt? Es gibt diesen ewigen Fluss auch der Gegenwart überhaupt nicht. Jeder Vergleich ist ein eigenes beschädigtes Tagesmosaik. Aus dieser porösen Struktur, auch unserer Gegenwartsempfindung, ergibt sich ein löchriges Dasein. Und für die Wiedergabe in der Literatur ist ein entsprechendes Verfahren notwendig. Um der Wahrheit willen, das heißt, um einer konformen Abbildung unserer Welt durch Worte näher zu kommen, ersetze man die unberechtigte Fiktion eines epischen Flusses durch die bessere Näherungsformel vom epischen Wasserfall. Ebenso musste der Vorgang des Sich-Erinnerns in zwei natürliche Komponenten, also erster Lichtstoß als Initialzündung und spätere reflektierend gewonnene Kleinkommentare zerlegt und Grundsätze für eine Abbildung durch eine entsprechende Anordnung von Prosa-Elementen gegeben werden. Es gibt noch zwei weitere Formen, der Traum und das längere Gedankenspiel. Das wichtigste Bestimmungsmerkmal dieser zwei Konstruktionen ist, dass in beiden Fällen eine doppelte Handlung, eine doppelte Realität vorliegt, Oberwelt, Unterwelt. Der Unterschied zwischen Traum und Gedankenspiel liegt darin, dass die subjektive Realität beim Traum in ausschlaggebendem Maße passiv erlitten wird. Das erfahren wir zum Beispiel in den Rücksichtslosigkeiten von Albträumen. Während beim Gedankenspiel das Individuum wesentlich souveräner aktiv auswählen kann. Das Gedankenspiel ist kein seltener Vorgang, sondern gehört zum unveränderlichen Bestand unseres Bewusstseins. Bei jedem Menschen wird die objektive Realität ständig von Gedankenspielen, meist kürzeren, überlagert. Wobei sich dann natürlich die wunderlichsten Interferenzerscheinungen à la Don Quixote ergeben. Also Don Quixote sieht in der Dirne dann die Prinzessin und so weiter, hat also eine verschiedene Wahrnehmung der Realität. Auch dazu gibt es Tabelle, und zwar verschiedene Typen, der Querulant, der Gefesselte, das Text oder das Mischungsverhältnis von Oberwelt, Unterwelt ist auch definiert, 3:1, 2:1. Die Stimmung ist definiert, optimistisch, misstrauisch, pessimistisch, sogar die Farbe und die Konsistenz, rosa, grau, bröckelig, schwarz, kantig. Und bei der stilistischen Konsequenz ist es wie aus erblindeten Fenstern gesehen. Also es ist ein großes Repertoire an Feinheiten, wie man bestimmte reale Vorgänge in Literatur übersetzt. Die Frage, welche Druckanordnung diesem Tatbestand zweier ineinander allgemein ablösender, selten durchdringender Erlebnisbereiche am gerechtesten wird, erledigt sich sehr einfach. Die Buchseite muss, um den Leser die Unterscheidung und den Übergang aus einem Bereich in den anderen zu erleichtern, in eine linke und eine rechte Hälfte geteilt werden. Das ist realisiert bei dem großen Romanwerk Zettels Traum. Da sind verschiedene Spalten. Das eine ist im Bewusstsein, Bewusstseinsvorgänge, das andere ist reale Handlung. Die haben sich dann zum Teil auch noch sind zum Teil auch noch kleine Abbildungen dazugekommen. Das ist die Basis, wie Literatur, und das war vor 50 Jahren, mittlerweile gibt es natürlich per Mail oder andere Formen, gibt es natürlich noch andere Darstellungsformen. Also es geht nicht um den Inhalt jetzt, sondern wirklich nur um das konstruktive Prinzip. Wie man schreiben kann, was können wir davon lernen als Gestalter? Hier ist die erste Fotoreportage, die
mit einer Leica gemacht wurde, und zwar die Überschwemmung in Wetzlar. Wenn wir das jetzt, wenn der Stern das gestalten würde, würde er eine große Aufmacherseite, vielleicht den großen Überblick über das Hochwasser oder eine Nahaufnahme von einer Person. Jeder, der es machen würde, würde es anders machen, und jede Andersartigkeit hat natürlich auch wieder eine eigene Stimmung. Ich gehe jetzt sehr kurz durch die, Boris hat mir nur 35 Minuten gegönnt, durch diese Bilder. Es geht nicht darum, tolle Layouts und tolle Fotografie und so weiter. Es geht nur um die Struktur und die dahinterliegende Konstruktionsprinzipien. Hier ist zum Beispiel Text-Bild-Mischung, überhaupt kein Text, sondern es ist eine reine Bildgeschichte. Also es werden vom Südpol Aufnahmen gezeigt, die haben eine Bildunterschrift, damit ist die Geschichte zu Ende. Flitzfly Magazine, das ist eine Schweizer Zeitschrift, die in dem Fall über den Film von Werner Herzog, Fitzcarraldo, berichtet, auch komplett ohne Text. Also das Textmischungsverhältnis 1:100 gewissermaßen oder 2:98. Kann man machen. Zeitdarstellung, 20 Milliarden Jahre, 2 Stunden. Also wir können in der Zeitschrift einen Zeitraum von Milliarden von Jahren, in dem Fall hier, darstellen. Die Schlusspointe ist, wenn man sich das als Uhr vorstellt, vom Urknall bis heute, dass die Zeit des Menschen oder unsere Zeit, dass es die letzte Sekunde vor Mitternacht ist, also das letzte Bild rechts unten. In dem Magazin, ich mische gerne aktuelle Magazine, zum Teil die noch am Kiosk sind und 150 Jahre alte, weil ich glaube, von den Konstruktionsprinzipien, zum Teil auch vom Layout, von den Bildern, kann man natürlich auch von alten Magazinen sehr viel lernen. A la Carta ist ein Magazin, Food, besteht daraus, dass man 4, 5, 6 Geschichten hat, die Dinner mit, sowieso Frühstück mit, das sind dann immer 10, 20 Seiten, die dieses Frühstück, also eine Stunde in dem Fall, dokumentieren, die sehr ausgeruht sind, die sehr viele Details, Nahaufnahmen bringen, also eine völlig andere Zeit. Also wie können wir über die Layout-Konstruktion, wie können wir solche Werte darstellen? Ich habe das Glück gehabt, den Rolf Gilhausen, das ist der klassische Artdirektor vom Stern, noch kennengelernt zu haben, und zeige jetzt ein paar Geschichten von ihm. Der klassische Aufbau war, was Johannes gerade auch gezeigt hat, mit der Doppelseite steigen wir ein, kaum Text, Vorspann. Dann kommen, das sind jetzt verkleinerte Doppelseiten, dann kommen Doppelseite, 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 immer mit einem kleinen Text dazu. Es ist kein organischer Fluss, also es ergibt sich nicht eines aus dem anderen, sondern es sind im Grunde Blitzlichter, diese Fotos. Und dann, ich habe es nicht mitgezählt, aber auf der 10. Doppelseite beginnt dann eine Spalte, wo die Geschichte beginnt, wo der Text beginnt. Hat man das dann wieder vergessen? Passt es zusammen, was der Text sagen will, was die Bilder sagen wollen? Wie kann man das verschränken? Also das ist natürlich eine Form, aber es ist aus meiner Sicht natürlich nicht die endgültige. Hier ebenfalls von Gilhausen, Christo, auch eine Geschichte, die nur mit großen Fotos gearbeitet hat. Wir haben bei der TGM ein Magazin gemacht, auch Reportagefotografie, auch nach dem gleichen Prinzip. Also es ging um die Schnipsel der Stasi-Akten, die wieder zusammenzufügen. Die waren in solchen Säcken verpackt, deshalb auch die Headline, die alten Säcke zum Sprechen bringen. Die Beamten haben diese Schnipsel und müssen versuchen, die wieder zusammenzusetzen, um die Akten wiederherzustellen. Also auch wie Gilhausen eine Konstruktion, zunächst die Bilder und dann am Ende kommt der Text, die Geschichte. Das kleine Bild rechts unten ist das Endergebnis, also ein wieder zusammengesetztes Detail eines Schriftstücks. Vor einer Woche, glaube ich, oder 2 Wochen ist Liberation erschienen ohne Bilder. Sie haben aber freigeschlagen gewissermaßen den Raum, den die Bilder bekommen würden. Und man sieht daraus, es ist so standardisiert, es ist so, niemand überlegt sich, wie kann ich diese Geschichte, brauche ich ganz kleine Teile, brauche ich ein Riesenfoto, brauche ich das, ist alles standardisiert. Das ist eigentlich meine Kritik an dem üblichen Layout und der Versuch, jetzt aus der Literatur bestimmte Dinge aufzunehmen,
kann man davon was lernen? Das ist im Grunde jetzt hier die Geschichte. Also es ist im Grunde vorgestanzt, das Erleben. Hier eine alte Quick, gestaltet von Fleckhaus, Kennedy-Mord, auch nach dem gleichen System aufgebaut. Doppelseite, Doppelseite, Doppelseite und dann beginnt der Text. Dramaturgie, auch wieder aus unserem Magazin für die TGM. Es ging, das Magazin heißt Schrift und die Idee ist, Schrift in allen ihren Erscheinungsformen so darzustellen, nicht für die Typografen, sondern für jedermann gewissermaßen. Hier eine Geschichte in Österreich, die Schädel sind beschriftet, also diese Textdarstellung hat uns interessiert. Andreas hat es aber anders aufgemacht. Er hat mit diesem Aufmacher begonnen, Talking Heads, man denkt zunächst an David Byrne oder was auch immer. Dann kommt hier dieser Ort und dann auf der nächsten Seite kommt das Bild, was ich zuerst gezeigt habe. Didaktik, wie funktioniert, wie entstand, Making of, ist auch ein System der Konstruktion. Hier ein Magazin von 1837, 57. Es geht um Porzellanherstellung in China. Die Geschichte beginnt in der zweiten Spalte, was uns als Zwischenüberschrift erscheint, das ist die Headline, das ist der Hauptaufmachertext. Auf der nächsten Seite kommen dann Bilder, alle gleiches Format, die also in den Illustrationen den Herstellungsprozess bis zum Verkauf von chinesischem Porzellan zeigen. Oder dieses Foto Everton, kennen Sie auch, in der Ausgabe von Reportage, ist ein Making-of. Und aus diesem Making-of ergibt sich natürlich, wo muss ich nah rangehen, was muss ich hervorheben, welchen Ablauf muss ich zeigen. Das ist ein schönes Beispiel, wie also individuell auf diese Enthüllung gewissermaßen, wie das Foto entstand, gestaltet wurde. Vor ein paar Wochen auch Welt am Sonntag von Karl Lagerfeld gestaltet, auch ein Making-of. Hier sieht man den Blick in die Redaktion. Karl Lagerfeld arbeitet, zeichnet und so weiter. Es ist immer wieder erstaunlich, was es für ein schlechter Zeichner ist, wenn man diese... Und das ist noch das Bessere, das haben sie dann extra gemacht, weil das eigentliche Titelbild noch furchtbarer ist. Dann haben sie noch so eine Schutzhülle gemacht, das ist diese. Das eigentliche Cover war so. Wirklich peinlich. Also wenn einer sein Leben lang zeichnet und dann auf diesem Niveau ist, ist es unfassbar. Das Layout hängt natürlich davon ab, was habe ich für Material. Habe ich unterschiedliches, verwende ich unterschiedliches oder bestelle ich homogenes Material. Hier die Attentatsgeschichte Kennedy habe ich schon gezeigt. Hier wird zusammengesetzt Reportage, Fotografie, Zeichnung, Film. Also das ist jetzt nicht, das ist genau so erschienen in dieser Abfolge. Also man nimmt den Screenshot vom Film, hat die Illustration. Man bekommt natürlich nicht diese homogene Gestaltung. The Graphic, die Beerdigung von King Edward, auch unterschiedliches Material, Zeichnungen, Übersichtsgrafik, wie ist der Trauerzug, dann in der Kirche. Fotografie, Illustration und dann gibt es noch so eine große Beilage, in der auch illustriert ist, wie der Zug war. Live, ägyptische Geschichte, auch unterschiedliches Material, aber sehr gut kombiniert. Also hier ist Fotografie, also die fotografierte Plastik, dann Kunst und aktuelle Fotografie von den Schiffen oder von den Bäumen, aber es ist in einer Harmonie zusammengefügt, dass es wirklich Storytelling, wirklich, dass es funktioniert. Illustration 1937 Paris, Weltausstellung, die Sondernummer besteht aus Illustrationen, Fotografie, hier wieder große Illustration, Fotografie und also das Feuerwerk wird illustriert, das Feuerwerk wird gezeichnet, fantastische Darstellung, aber es ist natürlich auch in sich ein bisschen Unwucht. Einheitliches Material, auch wieder à la carte, die Geschichte ist die Filme von Fellini betrachtet aus dem Blickwinkel, was haben die gegessen? Es gab sehr opulente Speisegeschichten. Und wenn man diese Filmbilder jetzt zusammenmischen würde, ist es natürlich sehr durcheinander, ein Salat. Jetzt hat man diese Filmszenen gezeichnet
und bekommt dadurch natürlich eine homogenere Darstellung, als wenn man die Originalszenen verwendet. In der Süddeutschen Magazin auch vor kurzem NSU-Prozess, wenn Sie sich vorstellen, die Täterfotos, die Täterwaffen, irgendwelche Häuser, wo stand so ein Pfeil hier, geschah das und das, ist natürlich furchtbar. Die haben alles illustriert und bekommen dadurch natürlich auch eine völlig andere Seriosität und eine völlig andere Dramaturgie in diesen in dieser Darstellung der Geschichte. Also auch die Waffen sind dann gezeichnet. Ebenfalls das Gleiche, das Bemühen, dass man aus einer einheitlichen Darstellungsform eine ganz andere Geschichte machen kann. Zwillinge, eine davon hat Krebs, was man ja auch immer ganz schlecht zeigen kann. Deshalb die Illustration, auch vom Krankheitsbild, der Versuch, das rüberzubringen, auch eine sehr gelungene Fassung. Das kinetische Prinzip. Mondlandung. Man sieht hier in Phasen, wie dieser Eagle landet. Oder man sieht hier in Phasen, also in einer filmischen Sequenz gewissermaßen, wie jemand aus der Kapsel steigt. Das ist das Schlussbild. Dann Running Gag. Alle diese Begriffe sind noch sehr unscharf und sind natürlich überhaupt nicht vollständig, aber sie sind in dem Bemühen, Grammatik, also ein Repertoire zu schaffen, wie kann ich Geschichten erzählen. Visuell. Hier zum Beispiel Running Gag, auch wieder aus der Kennedy-Nummer. Da ist zwar eine Geschichte über, wie arbeitet John F. Kennedy und so weiter, aber es ist der Fokus auf dem Kind, also von Anfang an. Zieht sich das Kind mal als Hauptperson, mal als Nebendarsteller durch die Geschichte, und das ist so das Schlussbild. Also das ist natürlich in einem großen Fundus von Material, kann man sich natürlich auch solche Details oder solche Aspekte aussuchen, die dann wieder eine eigene Geschichte in der Geschichte bilden. Der Outfader ist natürlich ein endloses Thema. Ich habe hier ein oder zwei mal ausgesucht. Und zwar natürlich dann immer von den Besten. Es ist ja auf Behinderte einzuschlagen, ist ja nicht fair. Live, das angeblich klassische beste Magazin. Cartier-Bresson, der beste Fotograf. Das Layout ist so aufgebaut, dass in einer Spalte immer drei kleine Fotos sind und dann zwei oder eins als Pendant dazu. Ich finde diese Anordnung zu statisch. Also wenn sich das durch eine ganze Geschichte zieht, ist es furchtbar. Jetzt kommt dieses Bild, jetzt wird dieses Bild eingebaut in die nächste Doppelseite. Und dieses Bild besteht jetzt schon aus kleinen Bildern, die also in diesen Fenstern und dann diese Zweiteilung. Jetzt stellt man es in den Bund und hat dann daneben noch diese Dreierfenster. Auch wieder ist es ein völliges Durcheinander. Also man wird nicht geführt, man hat keinen Gesamteindruck. Es ist für mich wirklich schlecht gemacht. Aber es geht so weiter dann. Also muss immer diese Dreiergruppe muss durchgezogen werden. Bei Cartier-Bresson. Margaret Bourke White, die große Fotografin. Hier auf dem Wolkenkratzer bei der Arbeit, beim Fotografieren, im Flugzeug, im Dschungel. Dann hatte sie das Atelier im Chrysler Building und konnte aus ihrem Fenster konnte sie auf diese Drachen, auf diese Metall, konnte sie rausgehen. Macht Fotos dann auch aus New York. Sie war die Erste, die während des Zweiten Weltkriegs, noch während des Krieges Köln fotografiert hat, die Rheinbrücke. Dann die Konzentrationslager. Und sie hat 1942 eine Aufnahme gemacht, diese hier in Moskau auf dem Hotel, auf dem Dach des Hotels, hat den deutschen Fliegerangriff so fotografiert. Und in der Zeitung erschien es dann so. Also man hat ein weißes Feld, was so eine Konkurrenz zu diesen Lichtblitzen schafft. Es wird alles nivelliert und dann nochmal zwei Bilder dazu. Also eine völlig falsche Anordnung mit dieser Fotografie. Surprise Me, hier eine Geschichte über Schäden, die Versicherungsschäden, wie ist das entstanden, wie können wir das reparieren. Links eine Kaffeemaschine, die kaputt gegangen ist, großer Schaden daraus erfolgt, Kabelbrand auf der rechten Seite, auch großer Schaden. Ich habe die Geschichte gestaltet und habe sie so aufgemacht. Zwei Kugeln, also das linke ist eine Rasterelektronenaufnahme, rechts ist ein
eine Kugel eines Kugellagers in Originalgröße. Und man sieht, diese kleine Kugel hat also eine Riesenwirkung, hat ein ganze Ölplattform lahmgelegt. Und wenn man dann diese Zusammenhänge verstanden hat, dann bleibt es auch im Gedächtnis. Also es ist Verblüffung, surprise me. Dann Vergleiche, das hat Gilhausen auch im Stern sehr oft gemacht, immer so eine Doppelseite nacheinander. Also hier, was hier gegenübergestellt ist, kommt immer dann, wenn man umblättert, nacheinander. Ist für manche Darstellungsformen, für manche Inhalte wirklich eine gute Form. Also man Zustand und wie war es davor oder was kommt danach. Da fehlt jetzt ein Wort, unwichtige Details in den Bildern. Die haben wir bei Independent auch gemacht. Eine Geschichte über Davis Guggenheim, Filmregisseur und so weiter, soweit normal. Und jetzt kommen zwei Bilder, die natürlich nicht im Hauptinteresse stehen, die irgendwelche Details am Fußboden, an der Wand, am Schreibtisch, die haben eigentlich keine Handlung, aber sie tragen natürlich sehr dazu bei, sich vorzustellen, wie er wohnt, wie er lebt und so weiter. Genau. Visuelle Führung. Also wenn man sich diese Sternengeschichten oder diese Live-Geschichten anschaut, dann hat man zwar durch die Doppelseiten hat man eine Struktur, aber eine Führung, wie zum Beispiel in der Sowjetunion im Bau, wo man also erstmal gelenkt wird auf den Gesamtzusammenhang, dann auf die Großen, dann auf die Kleinen und das Ganze hat Rhythmus und hat natürlich eine Dynamik, die als Wert für eine Darstellung schon wichtig sind, dass man überhaupt das Repertoire besitzt. Hier Zeitschrift Vue, Frankreich, ebenfalls sehr dynamische Anordnung und eine Führung. Also ich habe von der einen Geschichte, werde ich verwiesen auf die Aszendenten, die daneben liegen. Oder hier so ein Ineinanderschmelzen dieser Abläufe, dieses Rhythmus. Zukunft kann man auch so darstellen. 1948 ist eine Quick erschienen, Dritter Weltkrieg, illustriert. Aber wir wissen inzwischen, dass Wolkenkratzer anders zusammenfallen. Kryptik, Neville Brody hat in Max eine Reisegeschichte gemacht über London. Damit es originell ist, hat aber nicht Tower Bridge und irgendwas, sondern nur so Zeichen und was in der U-Bahn. Das ist grafisch gestaltet wahnsinnig gut, aber es hat natürlich die Transferleistung, die inhaltliche Leistung überhaupt nicht. Ne? Es ist la pour la. Authentizität, ich schaff's in der Zeit. Den Twen. Das sieht aus, es ist, die Geschichte ist über. Hier auf dem Titel steht in Farbe Siddhartha, Will McBride fotografiert und so weiter. Also Will McBride hat den Auftrag bekommen, das Märchen oder den Roman von Hesse, der in dieser Zeit eben wiederentdeckt wurde. Steppenwolf ist dann eine Band geworden und so weiter. Also Hesse lag so im Trend wieder. Und Siddhartha, also auch das östliche Wissen, dann machen wir eine Geschichte über Siddhartha, aber eben in Bildern. Und es sieht eben sehr authentisch aus, wie die in Indien fotografiert. Es gibt aber ein Projektformular, wo man sieht, Will McBride hat im Grunde im Vorfeld schon, hat den Hesse gelesen, hat dann gesagt, ich hätte gerne 5 so Figuren, die da hingehen, oder ich hätte 2 so liegende. Und hier sieht man die Skizze, die er vorher gemacht hat und dann, wie er es umgesetzt hat. Er hat im Grunde nur Inder gecastet und hat sie so hingelegt. Tut aber so, als wäre es eine authentische Aufnahme. Sie haben andere Gesichtsausdrücke als auf der Skizze. Und Fleckhaus, der den Twin gestaltet hat, hat gleichzeitig auch für Suhrkamp das Magazin gemacht und hat dann diese Geschichte auch nochmal seitenverkehrt gebracht. Der Twin ist in einer Zeit entstanden, wo man also mit Schriftmusterbüchern sich Schriften ausgesucht hat oder mit Letterset dann später aufgerieben hat. Und dann schaut man nach, welche Schrift nehme ich. Jetzt hat er sich entschieden, Thalia für diese Schrift. Und klebt es ein in eine Geschichte über Hippies, also das Traumschiff oder das sowieso. Und Fleckhaus fehlt noch was, klebt noch ein I dazu, also nimmt den Schriftzug Thalia aus dem Schriftmusterbuch, klebt ihn da drauf, macht noch ein I dazu. Dann kommt die Geschichte. Das Schiff heißt natürlich ganz anders.
Fleckhaus hat sich aber durchgesetzt, nicht das Layout wird geändert, sondern der Schiffsname wird geändert. So ist es dann erschienen. Also Authentizität auch bei dieser Geschichte. Neue Formen klingt jetzt ein bisschen hochtrabend. Ich habe immer wieder mal versucht, eben aus Langeweile über diese Standardisierung ein paar Ansätze zu nehmen, die etwas anders sind. Habe dann auch so Tableaus gemacht, wie alle gleich arbeiten. Also jeder hat linke Seite Bild, rechte Seite Headline, drei Zeilen Vorspann, bisschen Unterschiede in der Schrift, aber natürlich alles ein Schema. Ich habe hier für eine Geschichte, die war in Leica World, einen es war ein Film über einen Zirkus oder über eine, wo sie Tiere gebraucht haben für einen Film. Und nach dem Film hat man überlegt, was macht man jetzt mit dem Elefanten? Den hat sich dann einer, der aus dem Filmteam hat den dann genommen, hat 10 Jahre, 15 Jahre mit dem gelebt. Und ich wollte jetzt nicht anfangen mit dem Elefantenfoto, sondern habe das gewissermaßen wie ein Vorsatzpapier innerhalb des Heftes. Das ist der Beginn der Geschichte. Dann kommt der Typ hier im Liegen, das Foto war so fotografiert. Und dann kommt die Geschichte über diesen Elefanten, der mittlerweile gestorben ist, aber hat tagtäglich mit dem Spaziergänge gemacht und mit dem gelebt. Eine andere Geschichte, die hat das Thema Kindertagesstätten in Brasilien, also eine gesponserte Geschichte. Man könnte natürlich dann aufmachen mit, wie die Kinder da spielen oder wie die Mütter zu Hause. Ich habe die Details jetzt, das ist der Anfang der Geschichte. Die Mütter bringen ihre Kinder in die Tagesstätte und es gibt noch keine Headline, sondern es gibt nur diese paar Bilder und kleiner Vorspann dazu. Dann kommt als nächstes, wie leben die? Also reale Situation, Slums, Brasilien. Und dann kommt die Gegenüberstellung. Die Kinder sind in der Tagesstätte, die Mutter sortiert Müll, weil sie damit Geld verdient. Also das sind so zwei Gegenüberstellungen. Aber das ist ein anderer Beginn. Jetzt noch drei. Ich habe am Anfang eben aus dieser Zusammenstellung neue Formen, Gedankenspiel, Traum. Haben wir überhaupt ein Repertoire, um schon über das Layout, nicht über den Inhalt und nicht über den Text oder über große Headlines das darzustellen, sondern mit unseren Mitteln, also hier habe ich drei David Carson an den Schluss gestellt, die natürlich ganz anders sind und die auch eine Qualität haben, emotional und Erlebniswelten darzustellen, die hier in der Literatur genannt sind. Dankeschön.